Hallo, liebe Deutschlernende! Alle, die am Sonntag das Spiel gesehen haben, wissen, dass es ein sehr, sehr spannendes Spiel war. Es war eines der spannendsten Fußballspiele, die ich seit langem gesehen habe. Ich meine, ich schaue wirklich nicht viele Fußballspiele, aber das war wirklich ein sehr spannendes Spiel. Und ich möchte sagen, hey, herzlichen Glückwunsch Frankreich, herzlichen Glückwunsch an das französische Team, und die Franzosen feiern natürlich total mit, und das gönne ich ihnen, dass das französische Team gewonnen hat. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal das deutsche Team ein bisschen besser wird. Ja, also wie gesagt, das deutsche Team hätte echt es ein bisschen besser machen können und sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen können. Ja, also das deutsche Team hat sich ein bisschen ausgeruht. Na gut. Und die Franzosen haben gewonnen. Ich freue mich auch sehr, weil ich französische Verwandtschaft habe, und deswegen habe ich auch sehr für Frankreich mitgefiebert. Das und auch der Umstand, dass ich mit Franzosen das Spiel gesehen habe, da ist natürlich die Stimmung sehr hoch, ja, wenn man mit Leuten ein Spiel schaut, die ja sehr, eine sehr emotionale Verbindung haben zum Team. Also es war ein sehr schönes Spiel. An die, die es verpasst haben, sorry, ja, jetzt wisst ihr, wie es ausgegangen ist, und jetzt jetzt habt ihr sozusagen automatisch einen Spoiler, ja, einfach dadurch, dass ihr die Nachrichten hört. Und nein, also das Spiel war echt total toll, weil nämlich einmal ein Tor gefallen ist von den Franzosen. Ja, die Franzosen haben ein Tor geschossen, und dann haben die Kroaten auch gleich geantwortet mit einem Gegentor, und dann haben die Franzosen wieder ein Tor gemacht, und ein wenig später haben die Kroaten wieder ein Tor gemacht, also nachdem die Franzosen noch ein paar mehr Tore gemacht haben. Das war echt wow, also so viele Tore, das ist echt viel für ein Fußballspiel, ja, 6 Tore, das auch noch im Finale, also es war ein echt aufregendes Spiel. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, und wir sehen uns morgen. Tschüss.